Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 857 und wir stehen ja schon vor dem ersten Mod. Nein, nicht der New Holland, sondern das V-Con, was ihr hier seht, mit das Extra 232. Man sieht ja auch schön, die ganzen Typbezeichnungen sind dran, die ganzen Schilderchen, die dran sein müssen, sind dran. Man sieht die ganzen Federhydraulik-Geschichten, ist alles, ne, bis hin zum Schneidsystem, alles da. Plane vernünftig drum, plane vernünftig beschriftet. Und ich würde sagen, wir machen den Traktor einfach mal an. Man sieht hier auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit das Ganze runtergehen und nicht so dieses Klapp und unten ist es. Das ist meistens das, was den Realismus am meisten stört, wenn Sachen viel, viel, viel schneller gehen wie im Original. Das Ganze jetzt anschmeißen, da sehen wir es dementsprechend, läuft, runtersetzen und dann können wir losfahren. Ne, dann können wir es abkuppeln, das ist natürlich noch schlauer gewesen. Also machen wir das Ganze jetzt doch mal. Ne, ist noch an. Okay. Ne, irgendwie nicht an. Oder Rasen zieht zu kurz, weil ich suche natürlich gerade die passenden Geschichten. Jetzt ist es an. Ja, er mäht. So, da sehen wir es. Hervorragend mäht er hier unseren Faden. So muss das aussehen. So einfach ist es und so einfach sieht es auch aus. Ne? Da haben wir es. Da haben wir das Ergebnis. Läuft, ne? Wir gucken uns das Ganze im Shop an. Finden wir natürlich ganz simpel und einfach unter Mähtechnik. Gehen einmal ans Ende durch. Da sehen wir so, wenn wir dich mal... Ich habe jetzt so Platinum und Premium Edition hier aktiviert. Und dann sehen wir, da ist V-Con schon mal so gar nicht mit am Start. Ne? Und da haben wir es dann dementsprechend. 12.000 kostet es nur. Das ist sehr günstig für ein Seitenmäher. Gucken. Ne? Hier sind wir so bei 18.000 für ein Seitenmäher. Das ist dann soweit ganz schön okay. Dann, ne? Also kann ich anders sagen. Und ja, es ist nichts dran einzustellen, nichts dran zu machen. Man braucht 80 PS, 3,40 Meter ist die Arbeitsbreite. Und wie gesagt, 12.000 kostet das gute Stück. Und dann kann man damit loslegen. Das ist es schon. So, jetzt kommen wir zu einer Mod-Geschichte. Das ist von Expendable Mods, ist das Ganze. Und es sind drei Mods in einem. Ich fange mal mit dem hinteren an. Nämlich zwei Motorräder und ein Fahrzeug normal. Und ihr seht, es geht hier um so Shopper-Geschichten und sowas. Damit die ganzen Designgeschichten und alles hier funktioniert und auch alles vernünftig läuft, gibt es eine Zusatzmod, die man aktivieren muss, nämlich dass man mehr Sachen unterbringen kann sozusagen. Und wenn ihr denn auf den Link geht von irgendeiner dieser drei Fahrzeuge, dann seht ihr da auch den Button, um diese Mod extra runterzuladen. Deswegen ist der bei mir jetzt in der Listung von meinen Mods nicht mit drin, weil ihr werdet direkt eh darauf hin zugeführt. Auch wenn ihr dementsprechend nur die drei aussuchen solltet, und nur die drei Mods nehmen solltet und startet das Ganze dann verlangt er nach der anderen Mod. Dann würde er die über den Mod Hub dementsprechend runterladen, wenn ihr sie nicht vielleicht sogar schon habt. So einfach ist das Ganze. Entschuldigung fürs Räuspern. Das für die als kleine Info vorweg dementsprechend. Ja, hier seht ihr mal was in dunkelgrün. Ja, ist nicht unbedingt die optimalste Farbe, ist zu zeigen. Aber ich wollte ja auch mal so mattgrün darstellen. Ne? Hier das Ganze ziemlich low gehalten. Ich zeige euch mal, wie es einfach aussieht. Das findet ihr nämlich alles unter einer einzigen Rubrik. Da haben wir es dann Ganze. Big Bear Shoppers. So sieht er dementsprechend aus. So kann ich den optisch besser zeigen wie draußen. Ne? So sieht es aus, das gute Stück. Wir können hier die Felgenform wählen, eine Anzahl der Speichen, die wir haben wollen. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Wir können hier noch einen Helm dementsprechend dranhängen, aber das ne? Während der Fahrt macht das wenig Sinn, wenn man den nicht auf dem Kopf hat. Ne? Wir können hier eine Untergrundbeleuchtung anmachen, also dass das nach weg geht. Das habe ich bei dem hier auch gemacht, aktiviert, damit ich das zeigen kann. Ihr seht, wir haben ein sehr schönes Farbspektrum in 1001 Farbe. Ob es jetzt Glanz oder ne, Matt-Sachen oder Glanz-Sachen sein sollen, ihr seht selber, das ist sogar zu unterscheiden, weil die so ein bisschen ne, hinterlegt sind. Und so kann man sich das schön aussuchen. Man kann die Felgen und das, also Zubehörfederung, Geschichten, Wheel Color, man kann hier dementsprechend alles ändern, wenn man möchte. Und wir haben hier einige Sachen. Ne? Ich kann hier den Helm, ich kann den Sitz ändern und den Rahmen und ich kann hier bestimmt was mattig machen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Dann seht ihr, da kann ich echt eine bunte Tüte draus bauen. Ob da so jemand mitfahren möchte, ist natürlich eine andere Geschichte, aber so sieht das Ganze aus. Und Kennzeichen können wir auch noch ändern. Das steht dann allerdings hier hochkant drin. Nicht die optimale Zulassungsform, aber so sieht es halt aus. Ne? Die zweite Variante, die zeige ich jetzt nämlich auch gleich mal hier, das ist im Prinzip das gleiche hier nochmal, bloß wir haben das Ganze hier schön als aufrechte, hätte ich fast gesagt. Ne? Hier kann man auch Sachen einstellen, die unter Glow, mit Helm, ohne Helm
Und auch hier haben wir Psycho und eine Design-Variante. Ich klicke einfach hier mal so ein paar Sachen an, damit ihr seht, was ich meine. So. Ne, auch hier gibt es ein bisschen bunte Tüte. Ne, da seht ihr selber Indian Challenger, läuft das Ganze drunter, auch schön mit einem Logo gemacht. Sieht also sehr gut aus. Wenn ihr die Mods sucht in der Liste, die findet ihr so, wie es hier auch steht, nämlich unter EXP22. Das ist die ganze Geschichte und dann kommt erst der Name. Also ihr müsst also im alphabetischen unter E Großschreibung gucken. Das heißt, EX steht nicht unter EX alphabetisch, sondern steht ganz oben mit dabei, wie bei allen Sachen, die dann erst groß geschrieben werden unter den Buchstaben. Das gilt natürlich auch für alle anderen. Da steht auch immer EXP bei, also die Fahrzeuge stehen eigentlich dann in der Auswahl auch alle beieinander. Das heißt also, da solltet ihr keine Probleme haben, die zu finden. Und das letzte sind also 11.500, 24.999 und da haben wir noch den Jeep hier. Da können wir auch eine Motorvariante wählen zwischen 235 und 315 und wir können Reifenvarianten hier noch ein bisschen durchwählen. Wie ihr seht, da geben sich die Reifendurchschnitt und die Felgenmaße dementsprechend durch. Wir können hier noch einen Rufaufbau setzen, wir können hier vorne noch die Offroad-Variante setzen, zusätzliche Lichtleiste, CB-Funkantenne, ne? Wir können hier die Fenster dementsprechend höhen und wir können hier eine mehr Standardoptik oder halt die Geländeoptik dementsprechend wählen dafür. Auch hier haben wir 1.797,3 Farbvarianten, nein, es sind in dem Fall hier nur 4, bei den anderen waren mehr, aber wie gesagt, das tut dem Körperbruch an. Ihr seht selber, wir haben hier die Aufbaugeschichten, die Trims, ne? Das ist so das Zubehörpart. Das lässt sich alles dann hier schön kombinieren. Und dann sind wir hier so ein paar Euro mehr, dann sind wir so bei 16,5 oder sowas, wenn wir ein bisschen rumwursteln. Hat aber dann hauptsächlich hier oben mit der Rufaktion und ne? Bumper und sowas zu tun, der Preis. So, damit haben wir den Shop-Part dann in dem Sinne schon mal durch. Können uns hier um die Geräte an sich kümmern. Ich mache hier mal den freundlichen Lichttest. Da seht ihr, ne, das ist Tagesfahrlicht, Standardlicht. Ne? So sieht das Ganze aus. Wenn ich jetzt hier das Ganze anmache und dann Licht anmache, ich weiß nicht, Moment. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich die Zusatzbeleuchtung aktiviere, weil ich meine, ich hätte sie hier. Also wir haben jetzt so eine Unterrahmenbeleuchtung, sollte eigentlich noch mit dabei sein. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. So, mal gucken. Nee. Also wie gesagt, habe ich vielleicht was falsch gemacht, aber ihr seht selber die Lichtvarianten. Ne? Ich finde auch hier diesen kreisrunden Part hier und die beiden Lichtstufen sind sehr schön gemacht. Das kann ich anders sagen. Rückleuchte haben wir hier auch an der Seite. Geblinkt wird sogar, wie ihr seht. Ne? Das ist beim Nummernschild links und rechts. Das ist natürlich dann. Ne? Und hier vorne ist es die Hälfte vom Scheinwerfer. Also auch das sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Also sieht schon mal sehr gut aus und hat man sich technisch mal was einfallen lassen, sag ich mal so. Ja, ich würde sagen, wir fahren da dann auch einfach mal mit. Ich starte dafür die Kiste auch mal neu und dann gucken wir mal. Muss man erstmal die Kurve kriegen, sozusagen. Und das haben wir gekriegt. So, da lasse ich das gute Stück stehen. Und ja, wir gehen zum nächsten Kollegen. Das war der Shopper-Part hier. Hätte ich fast gesagt, nein, ist natürlich keiner. Ne? Indian Challenger hier in dem Fall. Da habe ich einfach mal so ein bisschen als den Grünton genommen. Deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Und auch hier schön die Zusatzlichtgeschichten. Wir blinken, ne? Auch das schön locker auffällig. Ne? Also sehr schön gemacht. Ich habe den Innenbereich so gar nicht gezeigt. Hier ist auch was zu sehen. Bei dem anderen gucken wir da gleich nochmal drauf. Wenn ich den Motor anmache, haben wir hier ein schönes Display laufen. Und dann läuft der ganze Spaß. Also das ist auch schon mal sehr schön gemacht und ich würde sagen, auch hiermit drehe ich einfach mal eine Runde und dann setze ich mich auf den anderen nochmal drauf für die Innenansicht, in Anführungsstrichen Innenansicht. Ja, Kurvenlage ist ziemlich beeindruckend. Rückwärtsfahren geht ohne Abstürzen, das ist noch beeindruckender eigentlich so gesehen. So, stelle ich ihn hier neben, machen wir eine Runde aus. Hier rum, dass ich mich auch mal in den richtigen reinsetze. Gucken hier den Innenbereich, wenn ich Licht anmache, seht ihr, ja, da kommt eine Reaktion. Ne, und da auch die Geschwindigkeitsangabe und sowas, also das ist alles auch zu sehen ordentlich. Sehr gut. Ja, dann laufen wir mal in Richtung Jeep.
Hier machen wir auch eine Runde rein. Hier machen wir den Lichtpart auch zuerst. Auch hier sehr schön gemacht, das mit dem Licht. Alles ziemlich modern wirkend, ne? Und dann halt die volle Beleuchtung sozusagen. Und als letztes kommt oben noch die Lichtleiste damit zu. Die haben wir als Zubehör mit ausgewählt gehabt. Die ne, hat genau wie hier bei den Offroad vorne die kleinen LEDs. Die gehen dann auch mit an. Blinken schön über den vorderen Fender, hinten über das normale Rücklicht. Da blitzelt, blinkt das so. Das sieht auch schon ganz witzig aus, muss ich sagen. Hat man optisch also sich echt mal, wie ich schon gesagt habe, was einfallen lassen. Ja, ich habe eine Maussteuerung. Dafür muss ich, glaube ich, etwas anmachen. Und dann bin ich mir nicht sicher, was die Maussteuerung macht. Aber ich denke, das hängt mit der Winde vorne zusammen. So, ich mache den Motor erstmal wieder aus. Wir gehen in den Innenbereich rüber. Und der sieht hier auch sehr ordentlich aus. Kann ich auch sagen. Wenn ich so Licht anmache, passiert hier drin nicht so viel. Wenn ich den Motor anmache, habe ich eine Zeigerreaktion. Und dann seht ihr, wenn ich dann Licht anmache, da haben wir innen drin hier auch schön eine komplette Armaturenbeleuchtung mit. Ne? Auch die ganzen Knöpfkes, alles blinkt. Man sieht schön das Logo auf dem Lenkrad. Also das ist alles sehr schön gemacht, kann ich auch sagen. Ja. So, im Außenbereich, gehen wir wieder zurück, lassen sich noch Spanngurte anbringen. Hier haben wir jetzt irgendwie so eine Plane oben drauf, vielleicht ob man die abnehmen kann. Aber wahrscheinlich kann man sowas oben drauf legen und die Spanngurte halten es dann dementsprechend. Auf wenigstens gibt es Spanngurte. Ne? So sieht das Ganze aus. Ja, optisch sonst, wie ihr seht, also sehr, sehr schön gemacht. Ja, ach klar, man muss da sowas mögen, ne? Gehört natürlich dazu. Aber sonst sehr gelungen. Und damit drehe ich dann auch mal eine Runde. Wow, der hakte schon so ein kleines bisschen. Rückfahrleuchten haben wir wenigstens auch. Bremsleuchten haben wir auch. Meine Geländekennigkeit des Fahrzeugs habe ich gerade bewiesen, aber das ist eher unfreiwillig. Und einen ziemlichen Bremsweg. Aber wir stellen das gute Stück daneben. So. Steigen eine Runde aus und ja. Dann mache ich da mal ein schönes Gruppenfoto von. So werden wir es machen. So. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Genau, wir sind nämlich dann schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Lasst bitte den passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, ne? Wenn ihr informiert werden wollt, wann das nächste Video rauskommt, dann am besten das Ganze über die Glocke einstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Unterstützung und sage dann mal bis morgen.